Hallo Leute, herzlich willkommen. Auf den Kanal Stano Gaming. Wie ihr hier schon sehen könnt, spielen wir heute mal wieder Tverion. Beziehungsweise Minecraft. Und wir legen auch direkt los. Was ich jetzt erstmal gucken will, ist, ob wir auf dem zweiten Plot, weil da habe ich ja eine Zuckerrohrfarm gemacht. Ja, sie ist tatsächlich gewachsen. Nice. Geil, geil, geil. Sie ist gewachsen. Okay. Nicht, dass der hier alles abmachen. So. Boah. Wie viel habe ich denn jetzt? Ach, ich muss hier wieder Wasser hinmachen, oder was? Ja, dann mache ich doch hier immer wieder Wasser hin. So. Ach, nee. Bin ich dumm. Nein, nicht die Torch. Dort. So. Wir können ja auch da hinten weitermachen, einfach. Hier, so. Zack, 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 zack. So. Und jetzt gehen wir nach hier vorne und tun dann hier noch Zuckerrohr hin, aber dazu brauchen wir jetzt tatsächlich Wasser. Deswegen, weil da habe ich meine Wasser drin. Ja, habe ich sogar. Oh, nice. Habe ich unendlich viel Wasser. So, dann mache ich hier wieder Wasser. So. So. Zack. Ja. Dann erweitern wir nämlich auch mal hier ein bisschen. Ich meine Torch, ne? Die mache ich jetzt mal ab. Sind gar nicht viele online jetzt, ne? So. Warte, wie viel brauche ich denn noch? Wir platzieren das jetzt erstmal. Okay. Muss noch ein bisschen Stück. Muss noch ein gutes Stück nach dort. Ich habe, das habe ich euch ja letztens schon gezeigt, dass ich hier ein bisschen das gemacht habe. Vielleicht werde ich irgendwann auch mal noch ein bisschen Netherite farmen. Weil, ich meine Sachen... Hallo. Weil ich meine Sachen bald auch Netherite haben will. Ich muss also auch meine Rüstung so... Zack. Müssen wir das hier erstmal alles wieder hinbauen. Okay, Leute, ich würde sagen, ich mach das mal eben. Wobei. Kann das ja auch filmen. Hallo. Brauche Wasser. Die Trotsche schon da platziert. Ach so, ich spiele übrigens mit einem Shader. Das kann man eventuell auch sehen. Weil die Blöcke ein bisschen realistischer aussehen hier. Ne, sieht man ja ein bisschen. So sieht Minecraft natürlich nicht normal aus. Oder hier das Gras. Ist ja auch anders. So. Machen wir hier mal alles hin. Okay, 12 Dinger müssen wir noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann können wir hiervon auch direkt machen. Es ist ja dann nicht so schlimm. Dann sammeln wir das hier mal alles. Und essen auch ein bisschen. So. Zack, zack, zack. Vielleicht ein bisschen Level gleich noch sammeln. Wobei, wir könnten ja auch... Warte, habe ich Bücher? Weiß gar nicht, ob ich Bücher habe. Weiß gar nicht, ob das funktioniert, dass man dann so dieses Schwert und das andere Schwert so connecten kann, dass dann die Verzauberung auf einem Schwert dann ist. Aber das funktioniert, glaube ich, nicht. Daher müsste ich dann Bücher machen und dann alles verzaubern. Und irgendwann kann ich dann das halt auch alles für mit Netherite-Dingsen. Weil ihr seht hier, das sind diese Kits.
Und das hier ist halt jetzt ein richtiges Schwert, was ich auch schon mit Plünderung 3 und Schärfe 2 verzaubert habe. Auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall bräuchte, ist Schärfe 1 oder 2, dass ich dann Schärfe 4 oder sowas machen kann. So, dann platzieren wir mal den ganzen Zuckerrohr. So, können wir nämlich jetzt wieder zum ersten Plot gehen. Können wir auch direkt den Eimer hier reinpacken. Ah, ein Buch habe ich tatsächlich. Ah, ich habe aber Leder noch. Ach so, jetzt weiß ich, warum ich Zuckerrohr brauchte. Ah. Also ein Buch habe ich noch, das könnte ich ja sogar benutzen. Naja, Buch. Davor gucke ich mal kurz. Haltbarkeit, Stärke 5. Warte. Ne, das funktioniert nicht. Wie funktioniert das? Ne, kann ich. Ich frage mich gerade, ob man das draufpacken kann. Ja, kann man sogar. Ne, kann man nicht. Warte, Stärke ist hier nicht drauf. Geht nicht, oder? Muss ich das checken? Man kann es gar nicht draufpacken. Dornen. Komm mal her. Ich pack da jetzt einfach mal Schutz drauf. Haltbarkeit meine ich. Wobei, Haltbarkeit könnte ich auch einfach aufs Schwert packen. Zack, zack. Ja, das funktioniert. So. Stärke. Dieser Stärkebuch-Dings hier geht nicht. Da muss ich gleich nochmal gucken. Packen wir das Buch hier jetzt mal wieder rein. Nee. Das andere Buch hier. So. Und dann gucken wir mal, was hier rauskommt. Durchschuss 1, Schlag 1, Effizienz 3. Oh. Ah, hier habe ich halt überall Effizienz. Ja, okay, Effizienz 3 kommt da drauf. Gut. Das heißt, ich bräuchte irgendwie 30 Level. Ja. Gut. Und was ich auch auf mein Schwert noch haben will, ist Flamme eigentlich. Denke mal, dass ich das... Warte, ich kann ja mal gucken, ob unten in meinem Lager, da müssten nämlich noch so Diamant-Echse und so was sein. So, falsch. Warte, sind hier irgendwo Zäune? Da oben. Zack. Fackeln, komm wieder dahin. Das ist Müll, das packe ich gleich in den Mülleimer. So, das ist mein Essen. Das Zuckerrohr, aber das habe ich ja nicht. Die habe ich auch nicht mehr. OP-Rüstung, das sind hier wieder diese Kits. Ey, wie viele Effizienzdinger habe ich denn hier noch? Okay. Diamantrüstung. Ich habe tatsächlich keine Axt mehr mit Diamanten, aber ein Schwert. Und Haken. Ich habe ganz viele Haken. Ja. Warum ist hier eigentlich eine Schere drin? Das ist jetzt die Frage. Dann mache ich einfach mal kurz eine Axt. Wenn ich da noch Holz hätte. Eichenstamm, so, nee, Eichenholz. So. Ach nee, bin dumm. Habe ich hier irgendwo Sticks. Nee, habe ich nicht. Gut, dann habe ich jetzt die Zeit verschwendet. Warte, vielleicht habe ich hier drin. Nee, hier ist überall Gold. Kohle. Ah, Kohle. Da, so. Kekse. Nee, das hier ist alles nur Essen. Okay. Dann mache ich das einfach hier mit. So, ey. So. Zack. Pack ich die mal hier oben hin schon. So. Und hier wieder das Holz rein. Dann pack ich das jetzt auch mal da rein.
So. Diamanten packe ich wieder dahin, wo sie gerade waren. Diamanten, Diamanten. Da. So. Dann gehen wir mal hier hoch jetzt. Und jetzt habe ich vergessen, was ich machen wollte. Ach so. Ah, da sind sogar jetzt Schweine. Gucken, ob ich paar Löffel bekomme. Nicht viel, glaube ich. Ja, ich krieg nicht viel. Bei den Hühnern, da ist es ziemlich viel. Da bekomme ich ziemlich viel. Okay. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ich könnte natürlich auch einfach duplizieren und zwar. Ah ne. Wenn die Kinder kriegen. Ah ne. Wie kriege ich denn jetzt 30 Level? Das Ding ist, das hat halt Effizienz 4. Aber ich will halt diese Kids nicht mehr haben, weil ihr müsst wissen, man kann auf diesen Kids keine anderen Verzauberungen draufpacken. Das heißt, du kannst hier nur mit der Effizienz 4 das machen. Und ich will ja auch hier wie beim Schwert noch andere Dinge draufpacken. Ne? Ich habe jetzt hier nur Haltbarkeit 1 und sowas. Aber das ist ein bisschen blöd. So, wir können jetzt erstmal gucken, was noch in den Shop alles so für Sachen rein müssen. Das Weizen ist voll, Brot nicht. Weizen können wir mal farmen. Äpfel ebenfalls. Kekse auch. Ja, Fleisch. Karotten ist voll. Kartoffeln ist voll. Ist leer. Goldene Äpfel auch. Und hier sind Steaks. Okay. Setzlinge nicht. Samen sind auch voll. Laub ist nicht ganz voll. Ja, hier sind Zäune. Das. Nee, nicht entfernen. Das hier ist auch tatsächlich alles leer. Pfeile. Auch leer, auch leer, auch leer, auch leer. Gut. Müssen wir das hier eigentlich mal ein bisschen so alles wieder auffüllen. So, jetzt ist hier erstmal. Das habe ich das schön wieder aufgefüllt ein bisschen. Quarz habe ich tatsächlich nicht mehr. Ja, okay. Dann müssen wir jetzt gucken. Also Weizen erstmal. Erstmal Brot. Können wir hier noch machen. Hallo, Martin. So. Dann holen wir mal ein bisschen. Also ihr seht auch schon, dass das Weizen hier ein bisschen anders aussieht mit dem Shader. Und irgendwie Mod habe ich noch drin. So. Machen wir das hier mal alles weg. Zack. So. Machen wir das hier nochmal alles schön weg. Ah, da habe ich jetzt Bäume gepflanzt. Ah ja, tatsächlich. Hab die auch wieder gepflanzt. Na gut, jetzt passt nichts mehr in meinem Inventar. Warte mal. Die Samen kommen weg. Ich jetzt alles eingesammelt? Ja. So. Samen brauche ich eh nicht. Deswegen ist das nicht so schlimm, wenn die spawnen. So, dann mache ich gleich mal ein bisschen Brot. Aber die Rüstung-Dinge brauche ich eigentlich eh nicht verkaufen, weil die meisten haben halt ihre Sachen und so. Wie die will ich meinen, Leute? Da muss ich mal noch überlegen. So. Zack, zack, zack. So, so, so. Hier mit dem Thema alles. Ja.
ist jetzt die Frage, ne? Also ich will halt auch noch nach Netherite suchen. Ich könnte mir natürlich auch Netherite kaufen. Was ich jetzt erstmal gucke, es funktioniert wieder. Nice. Dorfbewohner-Spawn-Ei. Ja, so, sowas brauche ich. Aber, ja, ich habe nicht so viel Geld. Creeper-Spawn-Egg könnte ich mir auch holen. Warte, wie teuer? 2 Millionen sind das, ne? Ja, 2 Millionen. Netherite. Ja, auch 1 Million. Junge. Deine Option. Klicke hier, um alle Items zu sehen, die du aktuell verkaufst. Ja, tue ich nicht. Vote Crate, ja, das würde ich hier gar nicht kaufen. Ah, geil, das ist jetzt auf jeden Fall wieder funktioniert. Verkauft einer einfach das Kit Joker? Für 15.000 Stück. XP. Oh, stimmt, XP. Aber das kostet alles dasselbe. Ja? 500.000. Und das sind 1 Million. Das ist auch 1 Million. Warte mal. 5 Millionen sogar. Ja, ich weiß nicht, was ich holen soll. Warum leckt? Ich gerade keine Ahnung, warum dieses Kackspiel jetzt schon wieder rumleckt. So Leute, ich kann leider jetzt gerade nichts an diesen Lecks machen. Das ist schon wieder dieser Kack-Server. Na, jetzt können wir aber kurz mal wieder in den AHA-Shop. Beacons. Ja, brauche ich nicht verkaufen. Kaufen meine ich, nicht verkaufen. Dina Spawn Egg. Nee. Der Lehrling. Ja, sonst brauche ich auch nichts. Ah. Nee, sonst brauche ich tatsächlich auch nichts. Gut. Mehr brauche ich eigentlich auch nicht, tatsächlich. Hey, was sollte ich mir sonst noch dafür holen, so? Das ist die Frage halt, ne? Egal, wir machen einfach mal das hier, würde ich sagen. So. Zack, zack, zack. Hier mit dem Thema alles. So. Fertig. Ja, das wächst sogar schon direkt. So, dann können wir jetzt kurz Brot machen. Und dann können wir das da schon mal reinpacken. Ah, und den Müll können wir auch direkt entsorgen. So. So. Perfekt, funktioniert. So, dann machen wir hier einmal zack, 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 den Stack Brot, zack, zack, nochmal ein Stack Brot. Hallo, jetzt. Und 21 nochmal, so. Okay, dann haben wir schon mal ein bisschen Brot. Also das müssen wir auf jeden Fall noch farmen für Brot in meinem Shop. Und dann, ja. Haben wir das auch bald. So.
Leute, ich würde sagen, das war es aber erstmal mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut auch gerne auf meinem Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, sowie auch noch andere Links, wo ihr zu Instagram und Co. kommen könnt. Schaut einfach mal in der Videobeschreibung. Dort sind ganz coole Links und noch mehr drin. Und jetzt habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute. Euer Sando. Ciao, ciao.